Einen Moment bitte. Ich spiele Eilish Lacy, die junge Frau, die wir durch die Geschichte begleiten. Es ist die Rolle, auf die Saoirse irgendwie gewartet hat. Und es gibt eine Verbindung zwischen Rolle und Schauspielerin, die, wenn man Glück hat, einmal in der ganzen Karriere vorkommt. Sie war eine großartige und naheliegende Wahl. Man kann sich niemanden sonst in dieser Rolle vorstellen. Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will. Heimweh ist genau wie eine Krankheit. Ich kann dir sagen, dass es vorbeigehen wird. In den Szenen mit ihr hat sie mich fast umgehauen. Sie ist so natürlich und talentiert. Was wollte ich bloß hier? Ihr hätte gefallen, wie gut du dich machst. Aber ich werde sie nie wiedersehen. Ich war hoch erfreut darüber, dass sie die Rolle spielen wollte. Ich finde sie unglaublich in dem Film. Es stecken so viele Details in ihrem Spiel und Mitgefühl. Sie bricht einem das Herz. Er ist charmant. Und er ist witzig. Und er hat so wundervolle Augen. Sie ist außergewöhnlich. Sie strahlt eine große innere Ruhe aus. Sie ist einfach eine fantastische Schauspielerin. Amazing actor. Wohl bekomm's. Ich kam als ein großer Fan von ihr und John zu diesem Projekt und bin jetzt ein noch größerer Fan geworden. Anders konnte es auch nicht sein. Können wir uns unterhalten? Ich kannte Domhnalls Arbeit und war ein großer Bewunderer. Ich hatte das Gefühl, dass er der absolut Richtige ist für die Rolle von Jim. Auch Domhnall strahlt diese vollkommene Intelligenz aus. Die Arbeit mit ihm war einfach brillant. Er bringt diese fantastische Form von Aufrichtigkeit auf die Leinwand. Ich kann dich nicht zurück nach Amerika fahren lassen, ohne etwas zu sagen. Bleib hier in Irland, bei mir. Ich musste Jim so spielen, dass man das Gefühl hat, es lohnt sich für ihn zu bleiben. Mit Saoirse eine großartige Verbindung aufbauen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Sodass man sagen kann, vielleicht ist er der Richtige. Und mit Emery war es auf eine andere Art genauso großartig. Wir hatten sofort eine sehr interessante Beziehung, auch hinter der Kamera. Die Chemie stimmte sofort. Du bist in guter Stimmung, hä? Ja. Wir sind auf eine ganz bestimmte Art miteinander umgegangen, als wären wir genauso wie die Figuren, die wir spielen. Ich war in ihrer Gegenwart jedenfalls sehr schüchtern, sehr nervös. Und ich habe mich nicht verstellt. Wir hatten so viel Glück mit der ganzen Crew. Eilish, wenn ich dich so ansehe, du hast fettige Haut. Habe ich recht? Was tust du dagegen? Julie ist genauso, wie man das von Julie Walters erwartet. Zum Schreien komisch. Sie hat uns ständig zum Lachen gebracht. Eins verspreche ich euch. Ich werde Vater Flott bitten, eine Predigt über die Gefahren der Albernheit zu halten. Sie ist sehr streng, erlaubt keinen Leichtsinn, wie sie es nennt. Aber sie ist auch mütterlich und fürsorglich. Sie findet Komik und Witz in Dingen, die ich nicht gesehen habe. Und mit Jim Broadbent war es genauso. Es war einfach so großartig, ihn um sich zu haben. Ich möchte gar nicht lange unterbrechen. Er fällt immer sehr subtile Entscheidungen und spielt auf eine ganz bewusste Art sehr effizient. Eben wie ein ruhiger Priester mit Autorität. Du bist fabelhaft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie waren alle so gut wie erwartet. Gott sei Dank, du bist wieder da. Und sie fühlten sich zusammen als Gruppe, als ein fantastisches Ensemble. Brooklyn. Eine Liebe zwischen zwei Welten. Ab Donnerstag, 21. Januar im Kino.